Der Obdachlose. Verkleidet als ein Obdachloser mischte sich ein Mann unter die Menschen, die vor einer Kirche warteten. Zusammen mit ihnen wartete er gespannt auf ihren neuen Pfarrer, der sich an diesem Tag vorstellen wollte. Doch niemand konnte ahnen, dass er schon da war, verkleidet. 30 Minuten lang ging er zwischen ihnen umher. Während sich die Kirche mit Menschen füllte, sagte ihm nur ein einziger Mensch: Hallo. Er fragte die Leute nach etwas Wechselgeld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Aber niemand bot ihm etwas an. Er ging in den Altarraum, um sich hinsetzen zu können, wurde aber prompt von einem Platzanweiser gebeten, nach hinten zu gehen. Er begrüßte die Menschen, doch niemand grüßte zurück. Sie hatten für den vermeintlichen Obdachlosen nur abwertende Blicke übrig. Sie sahen auf ihn herab und verurteilten ihn stumm. Schließlich setzte er sich ganz hinten in die Kirche und lauschte der Predigt. Dann verkündete einer der Ältesten die Ankunft des neuen Pfarrers. Wir freuen uns, Ihnen unseren neuen Pfarrer vorzustellen. Die Gemeinde sah sich um und applaudierte erwartungsvoll. Zu ihrer Überraschung und Verwirrung stand der Obdachlose auf, der noch immer in der letzten Reihe saß, und ging langsam nach vorn zum Altar. Das Klatschen verstummte. Alle Augen waren auf den Obdachlosen gerichtet, der wiederum den Ältesten ansah. Als er den Altar erreichte, nahm er das Mikrofon und hielt für einen Moment inne. Er sah die Gemeinde an und erzählte, was er an diesem Morgen erlebt hatte. Dann sagte er: Ich hoffe, dass ihr alle nach Hause geht und darüber nachdenkt, was heute Morgen passiert ist. Schaut in eure Herzen. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Viele Köpfe senkten sich vor Scham. Andere begannen zu weinen und viele sahen sich um und erkannten ihre eigene Unfreundlichkeit. Es spielt keine Rolle, wie viele Sonntage du in der Kirche sitzt oder ob du denkst, dass du erlöst wirst. Gott sieht, was du tust und wie du andere behandelst. Das ist es, was wirklich wichtig ist.